Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und in diesem Video zeige ich dir 10 Lightroom-Tipps, die meiner Meinung nach jeder kennen sollte. Viel Spaß! Als ich vor ungefähr 11 Jahren zum ersten Mal mit Lightroom in Berührung kam, dachte ich zuerst, es wäre so ein Bildverwaltungsprogramm. Aber als ich meine ersten RAW-Bilder da reingefügt habe in Lightroom und an den verschiedenen Reglern geschoben habe, habe ich relativ schnell gemerkt, wow, das Programm kann ziemlich viel. Und nach 10 Jahren Fotografie kann ich immer noch sagen, zu 99% meiner Bilder bearbeite ich überwiegend in Lightroom. 1% in Photoshop, wenn ich mal die Haut ein bisschen mehr retuschieren muss. Aber auch das kann man eigentlich in Lightroom. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem ersten Tipp an. Automatische Tonwertkorrektur. Jeder hat diesen Button schon mal gesehen, hat sich aber nicht getraut, ihn zu drücken oder gedacht, den habe ich gar nicht nötig. Je nachdem, welches Bild man vor sich hat, kann es ein erster Schritt sein in die richtige Richtung, bevor man anfängt, ein Bild zu bearbeiten. Wenn wir zum Beispiel dieses Bild hier von diesem Cupcake-Objektiv haben und auf automatische Tonwertkorrektur drücken, dann haben wir schon mal eine sehr gute Ausgangssituation, von der wir aus weiter dieses Bild bearbeiten können. Und natürlich könnt ihr euch auch selber daran rantasten. Aber anstatt 6 verschiedene Regler hin und her zu schieben, könnt ihr auch einfach nur durch einen Klick auf automatische Tonwertkorrektur genau das gleiche, vielleicht sogar ein besseres Ergebnis erzielen. Kommen wir zu Tipp Nummer 2. Die einzelnen Regler resetten. Ihr habt das Bild bearbeitet, seid aber mit manchen Sachen noch nicht ganz zufrieden. Ihr wollt ein bisschen weniger Klarheit, ihr wollt vielleicht doch ein bisschen mehr Schwarz in den Tiefen, aber wollt nicht das ganze Bild zurücksetzen oder den ganzen Regler bis auf die Null ziehen und hoffen, ihr trefft die Null auf Anhieb. Dann könnt ihr ganz einfach zu diesem kleinen Punkt hier gehen und ihn einfach doppelklicken. Und wenn ihr ihn doppelklickt, dann springt er direkt auf die Null zurück. So einfach. Tipp Nummer 3, sich die verschiedenen Raster anzeigen zu lassen. Ihr seid alle schon auf dieses Freistellungswerkzeug gegangen, bekommt aber standardmäßig die Drittelregel angezeigt. Wenn wir zum Beispiel auf dieses Bild hier gehen und R drücken für Raster, kriegen wir dieses Raster hier angezeigt. Wenn wir jetzt aber auf O drücken, können wir verschiedene Raster uns anzeigen lassen. Und diese Raster können uns helfen, wie zum Beispiel diese Fibonacci-Spirale, den Blick des Betrachters durch das Bild zu lenken. Wir könnten hier zum Beispiel schauen, dass wir das Model genau in dieser Spirale belassen. Und dann mit Enter bestätigen. Voila! Tipp Nummer 4, das Lineal. Ihr habt ein Bild vor euch, aber habt irgendwie das Gefühl, es kippt nach links oder nach rechts, irgendwas stimmt hiermit nicht. Dann könnt ihr euch ganz einfach dieses Lineal hier nehmen und einfach mal hier langziehen, was ihr gerade haben möchtet, loslassen und voila, die Linie ist gerade. So einfach. Tipp Nummer 5, vorher, nachher. Ihr habt ein Bild bearbeitet, wollt aber eigentlich wissen, wie sah das ursprüngliche Bild aus. Sah es vielleicht sogar besser aus als das, was ich jetzt bearbeitet habe? Habe ich vielleicht sogar viel zu viel bearbeitet? Viele von euch werden wahrscheinlich diese Ansicht hier kennen, die man aktivieren kann. Dann sieht man das vorher, nachher. Das ist eine Ansicht, die ich aber sehr, sehr selten benutze. Ich möchte das ganze Bild sehen und dann genau sehen, wie sah es denn jetzt vorher aus und wie sieht es nachher aus. Und da müsst ihr einfach nur Shift halten und V drücken. Und dann könnt ihr zwischen der Vorher- und Nachher-Ansicht wechseln. Und dann könnt ihr auch ganz gut sehen, habe ich es mit der Bearbeitung vielleicht übertrieben? Tipp Nummer 6, Fokus. Und ich meine jetzt nicht den Kamerafokus. Ihr habt ein Bild fertig bearbeitet, aber werdet von diesen ganzen Fenstern in Lightroom total abgelenkt und könnt euch nicht auf das eine Bild konzentrieren. Ganz einfach die L-Taste auf eurer Tastatur drücken und schon könnt ihr euch auf das Wesentliche konzentrieren. Wenn ihr einmal auf L drückt, dann wird der Hintergrund zu 80% gedimmt. Wenn ihr nochmal auf L drückt, ist alles schwarz, nur noch euer Bild ist sichtbar. Wenn euch das Schwarze nicht gefällt, weil ihr wissen möchtet, wie könnte dieses Bild an meiner weißen Wand aussehen, dann könnt ihr ganz einfach auf die Voreinstellung bei Lightroom gehen, dann auf die Benutzeroberfläche und hier bei Bildschirmfarbe könnt ihr einfach auf Weiß wechseln. Ihr könnt auch hier die Dimmerstufe einstellen. Und wenn ihr jetzt zweimal auf L drückt, habt ihr einen weißen Hintergrund und könnt euch ungefähr vorstellen, wie dieses Bild an eurer weißen Wand aussehen könnte. Tipp Nummer 7, bewerten und filtern. Wenn ich zum Beispiel eine Hochzeitsreportage hinter mir habe, dann ist mein Workflow so, dass ich die Bilder natürlich erstmal importiere. Dann gehe ich durch alle Bilder durch und gebe allen Bildern, die etwas geworden sind, erstmal einen Stern. Und das sind meistens auch die Bilder, die die Kunden auf jeden Fall bekommen. Einfach mit den Pfeiltasten durch die Bilder gehen und mit der 1 dann ein Sternchen vergeben. Wenn ich alle Bilder mit einem Sternchen vergeben habe und die dann auch so weit bearbeitet habe, dass sie fertig sind,
gehe ich nochmal durch die ganzen Bilder und vergebe 2 Sterne an die Bilder, die eventuell ins Fotobuch kommen. Und manchmal vergebe ich auch 3 Sterne an die Bilder, die ich so als kleine Collage mit der App Unfold für den Kunden machen möchte. Damit das Brautpaar dann diese kleine Collage im WhatsApp-Status hochladen kann und alle Freunde und Bekannte sehen, was für eine schöne Hochzeit sie hatten. Und kleiner Bonustipp an dieser Stelle, der euren Lightroom-Workflow noch verschnellern kann, bewertet die Bilder im Bibliotheksmodus, nicht im Entwickeln-Modus. Im Bibliotheksmodus könnt ihr viel schneller die einzelnen Bilder durchgehen und Sternchen vergeben. Im Entwicklungsmodus werden alle möglichen Metadaten vorher noch geladen, bevor ihr das Bild mit einem Sternchen endlich bewerten könnt. Tipp Nummer 8, der Radialfilter. Ich weiß, man kann auch über Objektivkorrektur eine Vignette in das Bild zaubern, aber nicht immer kann man den Blick des Betrachters mit der Vignette am besten lenken. Noch besser, finde ich, geht es mit dem Radialfilter. Wenn wir dieses Bild hier zum Beispiel von Willi haben, können wir hier einfach auf den Radialfilter gehen und dann gehe ich hier auf die Belichtung, stelle sie schon mal dunkler und sage, okay, wir wollen den Fokus hier bei Willi haben. Und dann seht ihr auch sehr schön, wo das Licht hier eigentlich hinfällt. Falls Willi jetzt zu hell wäre, könntet ihr auch den Radialfilter einfach umkehren. Dann würden wir ihn hier einfach ein bisschen dunkler machen, auch falls ihr dunkle Stellen habt, wobei ich hier dann eher mit dem Verlaufsfilter arbeiten würde. Es muss auch nicht immer die Belichtung sein, vielleicht wollt ihr die Struktur des Gebäudes oder der Jacke noch hervorheben, aber nicht im Gesicht anwenden. Dann könnt ihr auch hier mit diesem Filter einfach sagen, okay, knall ordentlich Klarheit um Struktur rein, aber bitte nicht im Gesicht. Wenn wir das jetzt verschieben, dann würde das sonst so aussehen. Und hier haben wir jetzt trotzdem noch einen ganz schönen Kontrast in der Jacke geschaffen. Tipp Nummer 9, die Bilder synchronisieren. Wenn ich ein Shooting an einer Location hatte und das Licht jetzt nicht ständig hin und her gewechselt ist, nehme ich mir ein Bild vor, bearbeite das richtig und wende diesen Effekt auf alle anderen Bilder an. Das bedeutet, dieses Bild ist unbearbeitet. Ich wende jetzt zum Beispiel dieses Preset hier von Patrick Ludolf, was ich sehr empfehlen kann, an. Und schon ist das Bild eigentlich fertig. Jetzt möchte ich das auf alle anderen Bilder anwenden, die auch genau an dieser Location entstanden sind. Das bedeutet, ich wähle alle an, gehe hier auf Synchronisieren. Ganz wichtig, den Weißabgleich und die Belichtung erstmal nicht mitsynchronisieren, weil diese sich eventuell während dem Shooting geändert hat. Dann einfach auf Synchronisieren drücken. Mit Command D oder STRG D hebe ich die Auswahl auf. Somit springt Lightroom direkt zu dem Bild und wir haben alle Bilder hier mit diesem Preset bearbeitet. Und es kann sein, dass manche Bilder zu hell oder zu dunkel sind. Der nächste Schritt, den ich dann mache, ist wieder in den Bibliotheksmodus zu gehen und dann die einzelnen Bilder durchzugehen und hier einfach auf der Belichtung entweder ein bisschen dunkler machen oder richtig dunkel machen. Mit einem Pfeil geht ihr einen Schritt runter. Einfach die Bilder durchgehen und so ein bisschen auf das Auge vertrauen. Hier, das Bild ist viel zu hell, das können wir richtig dunkel machen. Das war's. Bilder synchronisieren kann euch sehr viel Zeit ersparen. Tipp Nummer 10 und der letzte Tipp, Solo-Modus. Nein, das hat nichts mit Han Solo aus Star Wars zu tun. Ihr kennt das vielleicht, in Lightroom habt ihr alle möglichen Fenster und wisst gar nicht, an welchem Regler ihr genau schiebt, weil ihr hier nicht alles sehen könnt. Ihr könnt natürlich alle Regler auch immer manuell schließen und nur den offen haben, den ihr braucht. Aber ihr könnt auch ganz einfach hier rechtsklicken, auf Solo-Modus gehen und dann ist immer nur der Reiter offen, den ihr gerade bearbeiten möchtet. Die anderen schließen sich dann automatisch. Ja, das waren 10 Lightroom-Tipps, die meiner Meinung nach jeder kennen sollte. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass du schon einige davon kanntest. Aber wie ist das immer so mit Tipps? Man kann sie manchmal nicht oft genug hören. Wenn dir das Video gefallen hat oder noch viel, viel besser geholfen hat, dann würde ich mich über einen Daumen freuen. Ich würde mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst, was du wahrscheinlich schon längst getan hast. Und verabschiede mich mit meinem Lieblingssatz: Vergiss niemals, warum du eigentlich fotografierst.